Und mal wieder herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ganz dramatische Geräusche hier in diesem Haus. So, und zwar, heute geht's drum, what the fuck ist dieser gelbe Punkt? Und wir werden es gleich herausfinden, nachdem ich hier alle Sachen einmal durchgelootet habe. Zum Beispiel auch dieser wunderbare Koffer hier mit ein paar Sachen, die wir konsumieren dürfen. Und jetzt auch konsumieren werden. Hoffentlich kriege ich keine Vergiftungen dadurch. Sehr gut. Keine Vergiftungen. Und hier kann ich auch noch raus. Was ist da unten? Achso, in die Scheune muss ich noch. Also anscheinend ein Zweiteiler an Quest. Hier habe ich auch schon alles. Okay. So, ich bin mal gespannt, was eine 4 Qualitätsmachete so an Schaden macht. Da bin ich mal gespannt. So, wenn hier was ist, dann erwache bitte. Da unten. Nein, nicht die Lootboxen kaputt hauen. Ganz böse. So, guck mal, ich mach das sogar für dich auf. Und jetzt einmal. Eins. Zwei. Drei Schläge. Okay. Finde ich gut. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht wirklich Waffenladenschacht. Ah, ja, 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 ja. Compoundbogen nehme ich auch noch mit. Ja, geil. Hat sich das hierhin kommen ja eigentlich schon ein kleines bisschen gelohnt. Und ich kann ich natürlich immer noch nicht aufnehmen. Und die Händlerquest ist soweit abgeschlossen. Jetzt möchte ich tatsächlich nochmal nach da drüben in das Haus. Eine Runde looten. Dann gehen wir zu Händler. Dann fangen wir an, langsam das Basement ein bisschen weiter zu bauen. Und da hinten, was war, da hinten habe ich irgendwie ein paar große Gebäude gesehen. So, aber in diesem Gebiet sind keine Minen, oder? In dem Gebiet sind keine Minen, ne? Was ist hier? Eine Art Zelt. Oh, hi! Was willst du denn? Was war denn das für eine Intention jetzt von dir, du? Airdrop? Die Richtung. Schneller Wegpunkt. Dahin. Alles stehen und liegen lassen. Wir laufen zum Airdrop. Der wird sich so oder so mehr lohnen als das hier. Ja, ja. Ist mir egal. Ist mir alles egal. Ich laufe zum Drop. Denn da im Drop können manchmal wirklich richtig geile Sachen drin sein. Stell dir vor, ich finde da jetzt irgendwie so 40 mal Gewehrmunition. Oh, wäre das heilig. Das wäre so heilig. So heilig wäre das. So richtig heilig wäre das. So. Ah, da hinten landet der. Hinter der, hinter diesem Haus, hinter dem Baum dort hinten im Schneebiom Richtung Markierung. Die auch übrigens perfekt in Richtung Händler führt. Das heißt, ich mache gerade wirklich alles richtig. Und soweit ich weiß, sind in diesem Gebiet auch keine Minen. Das bedeutet, hier bin ich relativ safe. Und hier ist eine neue Stadt. In die Richtung. Machen wir mal
Stadt unerkundet. Oder unerkunden. So. Stadt unerkunden. Hallo? Stadt Unk. Unknoven. Hat funktioniert. Sehr gut. So. Dann jetzt weiter Richtung Airdrop. Das ist hinter diesem Haus, weiter hinten im Schneebiom, hinter einem Baum gelandet. Der ist nicht hier gelandet, der ist hinten gelandet. So, ich möchte aber gerne meine Machete nochmal ausprobieren. Wie viel Schaden mache ich euch mit der Machete? 3 Schläge brauche ich mit der Machete. Tatsächlich. 3 Schläge. Nice. 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 Und es ist eine Machete mit 4... Stärke? Stabilität nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt... Das hier wird erstmal meine neue Nahkampfwaffe. Keine... Frage... Und könnte ich theoretisch auch jetzt sagen, Melee Combat Perks, Fury of Blows, Deep Cuts, Flick Bleeding Damage, Chance for Power Attacks to Dismember Limbs, Power Attacks to 40% Damage. Base Hit Hit Bonus ist 100. Prozent Tata Enemies will resist Disembearment. Okay. Melee Attack Speed increased by 5%. Eigentlich auch eine Überlegung wert, aber erstmal noch nicht. Erstmal versuche ich noch so viel wie ich kann in Intelligence zu stecken. So, und irgendwo hier muss der Drop gewesen sein. Ich meine, dass der aber noch weiter im Schneebiom war. Aber in diese Richtung hier muss ich ja sowieso. Ich muss eh hier lang. So, und da auf der Linie sehe ich nichts. Das heißt, der muss weiter hier sein. Hoffentlich finde ich den. Hoffentlich finde ich den. Einen habe ich nämlich nicht mehr gefunden. Das war offscreen, als ich die Bude gebaut habe. Ich glaube, da hinten liegt er, ja. Nice. Aber der ist irgendwo hinter den Bäumen, glaube ich, runtergekommen. Und auch gar nicht irgendwie in meiner Nähe. Deswegen habe ich den einfach ausgelassen. Oder musste den unter anderem leider auch auslassen. Das wäre dann jetzt soweit der dritte Drop, den wir bekommen haben. Aber aktuell schlagen wir uns wieder ganz gut. Also, das sah auch schon mal schlimmer aus. Ja. Das ist ganz schön ordentlicher Loot hier. Gefällt mir. Ich kann gleich mal ein bisschen was hier von essen. Damit ich das in leere Dosen umgewandelt kriege. So. Ja, ich bin sau langsam. Das esse ich, glaube ich, auch nochmal. So, aber das war's jetzt auch, weil jetzt überfresse ich mich nämlich, glaube ich, bald. So langsam ist mein Magen dann tatsächlich versorgt. Mit dem Gedanken möchte ich gerne spielen. Mit diesem Gedanken werde ich auch spielen. Eine Mülltüte mit Patronenhülsen, aber gerne doch. So, da geht's Richtung Händler. Da müssen wir auch jetzt erstmal hin. Und wir sind sogar schon fast da. Das ist doch gut. Dann kann ich
tatsächlich anfangen, das Haus dann mal weiterzubauen und anfangen, neue defensive Stützpunkte aufzustellen. Aber hier nehme ich nochmal den fetten Herrn mit, wenn ich denn ein bisschen Ausdauer kriege, Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer haben wir. Kann es sein, dass ich auch ein bisschen mehr Range damit habe? Nee. Okay, die Hits hat er aber gut weggesteckt. Muss ich mir lassen. Oder hat er? Hast du die Hits gut weggeschlagen? Das ist ein Reh. So, der ist tot. Hallo Reh. Sorry Freund, ich muss dich leider mitnehmen. Weil ich brauche dich auch für eine Quest. Das tut mir jetzt leid, Herr Reh, aber... Du musst leider mit mir mitkommen. In fleischiger Form am besten. Und damit ich noch langsamer... Ja. Haha. Ich mache mit Schleichen einen Schadensbonus gegen Rehe. Hätte ich das mal früher gewusst. Jetzt weiß ich's. Dann weiß ich's jetzt, wie ich's in Zukunft mache. Und das war auf jeden Fall ein sehr souveräner Kill. Und ich glaube, der ist aggro auf mich da hinten. Bist du aggro auf mich? Jetzt bist du aggro auf mich. Dann komm mal her. Doch, ein bisschen... Radius habe ich mit der. So. Tot. Was geht mit der Machete auf jeden Fall merklich schneller. Was mit dem Töten der Zombies. Was ich allerdings schade finde, ist, dass ich mit der Machete keine Knockdowns hinkriege. Das heißt, ich müsste theoretisch eine Art... Dual-Kombination damit führen. Damit die Viecher auch wieder umfallen. Oh ne, Out of Stamina ist ganz schlecht. Okay. Der hat sich irgendwie zum Glück gerade einmal ein bisschen verspastet. So sah das zumindest aus. Er hat sich ein kleines bisschen verspastet, der Typ. So, Händler. Oh, die ganzen Waffen, die ich dabei habe, wieder. Waffen ohne Ende. Und ich weiß leider nicht, wie man die Munition aus diesen ganzen Waffen rausnimmt. Ich weiß es leider nicht. Ich würde es gerne wissen, aber weiß es leider nicht. Ich weiß halt nur, wie ich sie zerlegen könnte. Aber das Zerlegen... bringt mir ja die... Was ist denn, wenn ich auf Modify gehe? Kann ich auch nicht sagen. Dass der jetzt... Ah. Naja. Anscheinend ist es auch nicht dafür gedacht, dass man die Schrotflinten... entlädt. Warum auch? Doch! Ich hab die jetzt entladen. Es geht doch! Also man muss die in den Modifizierer legen. Und dann ist die entladen, tatsächlich. Okay. Okay. Wir haben gelernt. Das ist
Very, very, very good to know. Here is your reward. I owe you one. Steel Chest Armor. Ich glaube, ich möchte die hier haben, oder? Den hier kann ich bauen. Darum geht Schädel zu brechen. Schlag und schützt aber nicht vor der Witterung. Ja, ist doch egal. Passt. Tier 1. Fetch. Was heißt das denn? Hier nochmal Buried Supplies. One of our operators had to stash their shipment at house construction to retrieve the shipment and return it to me. Ja. Wenn ich jetzt hier nicht festbuggen würde, wieder in dieser blöden Tür. Danke. So. Das mache ich, aber ich muss erst nach Hause. Wo ist denn das? Da vorne. Ist gar nicht so weit. Ich glaube, das kriege ich sogar noch hin, bevor Nacht ist. Und dann, wenn Nacht ist, dann baue ich an der Bude. Beziehungsweise hole vielleicht noch ein bisschen Holz. Scheiße, ich hätte eigentlich gucken können, ob der vielleicht Holz verkauft, der Typ. Hätte ich mir ein bisschen Axterei ersparen können. Aber ich hätte mir auch die Angebote mal angucken sollen, glaube ich. Na gut, aber falls ich nochmal zurückkommen sollte, könnte sich das, glaube ich, auch erübrigen. Und dann, wenn das gemacht ist, ist Zeit fürs Vorbereiten der Nacht. Bude bauen, Holz hacken, craften, noch mehr craften, ganz viel bauen, bis ich umfalle. Und dann jetzt mal mit meiner neuen Wissensgunst die Schrotflinten entleeren oder zumindest das so machen, dass ich immer eine noch in der Basis auf Tasche habe, die ich dann voll lade. Genauso wie mit der Pistole. Ah, das wird dann, glaube ich, gut werden. Das wird gut werden. Und gibt es auch noch so eine Art Laufstick vielleicht, mit dem man schneller laufen könnte? Gibt es hier sowas? Ich wäre auf jeden Fall sehr erfreut darüber, dass es sowas geben könnte. Und wer weiß, vielleicht gibt es das ja auch. Ah, guck mal, wer da hinten läuft. Na? Nicht aggro auf mich, oder? Doch, aggro auf mich. Okay, dann komm mal her. Dann wirst du penetriert. So. Sehr gut. Okay, aber dieser Knüppel, also das mit dem Knockdown, das fand ich eigentlich schon sehr nett, weil für große Horden ist das auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man die mal Knockdown könnte. Weil dann hätte ich das eigentlich echt so gerne. Na gut, ich brauche halt meine Farming-Tools auch nicht zwingend draußen, wenn ich auf Erkundungstour... Ach, du bist jetzt schon out of stamina. Meine Fresse. Wenn ich auf Erkundungstour bin, dann brauche ich ja meine Tools nicht auf Hand. Zack. 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 Nein, nein. Hau ihn tot. Gut. Brrr. Das wär's jetzt, wieso lege ich meinen Brustpanzer nicht an? So. Das hätte mich jetzt einiges an Schaden gespart, wahrscheinlich. Welche Qualität hat er denn, dieser Brustpanzer? Eine 2. Okay. Naja. Gibt Besseres. Aber auch Schlechteres. Ha. Ich
Wir sind zu Hause, Leute. Wunderbar. Und wir sind eine ganze Zeit lang hier schon am Leben. Das freut mich. So, dann lagere ich jetzt mal erstmal ein bisschen Zeug ein. So, die Schrotflinten, die Waffen hier. Das da rein. Du... auch da rein. Du da rein. Du da rein. Und hier habe ich, glaube ich, was Falsches reingetan. Genau die hier. Die kommen bitte auch nochmal nach da drüben. Den Knüppel behalte ich erstmal. Klebe ich erstmal hier. Ne, Tierfett kommt rüber. Das kommt da rein, 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 das kommt da rein. Das kommt da rein. Oh, das kommt da rein. Das kommt da von mir aus auch noch rein. Das, 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 das. Und das. Und soweit, so gut. Dat, dat. Ein Verbandskasten. Hier rein. Ja, super. Läuft doch. Nur vielleicht sollte ich mal bald in Betracht ziehen, meine Kisten nach oben zu bringen. Weil wenn die Zombies dann in der kommenden Nacht tatsächlich hier an meine Kisten vordringen, dann habe ich eine hard time, wenn sie mir diese Kisten hier zerstören. Könnte ich die denn verbessern? Nein, könnte ich nicht. Ja gut. Ich glaube, da brauche ich bald echt mal hier vielleicht sowas, so eine Tresorklappe. Eine Tresortür. Ne, das hier sind Tischtresor. Solche Tresor, aber selbst die bringen nichts, weil wenn hier die unteren Blöcke nämlich weggeschlagen werden, ist finito. Tatsächlich. Deswegen mache ich hier vielleicht auch mal einen separaten Raum draus oder so. Weiß es nicht. Okay, jetzt habe ich ein bisschen zu lange Zeit verschwendet. Ich glaube, das mit der Quest, das werde ich nicht mehr schaffen heute. An diesem aktuellen Tag zumindest. Deswegen würde ich mal sagen, beginne ich mal den Bau der Basis. So. Ja, das meiste wird jetzt erstmal eh nur aus Holz sein. Aber ich konnte ja eine Axt bauen. Eiserne Feueraxt. Genau, da fehlen mir nämlich nur die nötigen Rohstoffe. Und diese Rohstoffe, die habe ich ja hier. In Form von 20 geschmiedeten Eisen. Nein. Fertigen. Dafür brauchst du 2 Minuten. Puh. Also. Na gut, also. Gut. Ja gut. Ne? Türen an der Seite mit Leitern. Aber ich brauche innen Frontgate. Das wird dann hier sein.
Ach nee, dass du jetzt hier vorne läufst, ist, kommt mir gar nicht gut. Das kommt mir überhaupt nicht in den Salat. Mensch, geh doch mal nicht down jetzt. So, danke. Während ich hier baue, hätte ich hier gerne Ruhe. So viel, wie ich an Ruhe kriegen könnte. Ruhe ist ein wertvolles Gut. Das ist klar. So, ich brauche hier eine Außen- und eine Innen-. Also das muss auf jeden Fall zwei breit sein am besten. Und zwar so. Genau, und dann hätte ich hier jetzt gerne noch so eine Art kleinen Durchgang. Oh, ich hoffe echt, dass das mit der Metallaxt in Sachen upgraden schneller geht. Mit einem Klick oder so. Da wäre ich sehr dankbar für. So, hier noch einen nach hinten. Ja, von mir aus. So, und hier jetzt nach hier weiter rein. Das muss eh noch hoch gemacht werden. Von daher ist das kein Problem. Diese ganzen Baumstümmel hier müssen mal weg. So, und das wird irgendwie um diese erste Mauer hier, so wird die, um die 3-4 Blöcke hoch sein, denke ich. Also nicht extremst hoch, aber so hoch, dass es auffällt. Genau, hier habe ich noch einen extra gelassen, dann habe ich das hier vorne auch. Dann ist das von der Symmetrie erstmal so in Ordnung. So, ich kann ja auch später das Haus noch nach oben, nach unten weiter ausbauen. Das ist ja alles kein Ding. Ups. Was ist denn da im Weg? Du bist hier im Weg. Da hinten ist schon wieder ein Zombie. Ach nö. Ich möchte, ich wollte hier jetzt in der Nacht legit bauen. Ich habe jetzt keinen Bock, dass mir hier die ganzen Zombies hier gleich anfangen, meine Bauten hier gleich zu sabotieren. Das kann ich mir nun wirklich ersparen. Das finde ich mal so gar nicht sympathisch. Oh, und da kommt er schon. Nein, nicht auf die Holzrahmen hauen. Nein, böse. Nicht auf die Holzrahmen. Böse. So. Geh mal schlafen. Leg dich mal schön schlafen. So. Das Ganze hier wird jetzt schon mal abgegradet. Am besten zu Doppelholz. Mal sehen, wie schnell das hier mit der hier geht. Nein! Du sollst das bitte upgraden. Gegner zu zergliedern, okay. Ja, also zum Holzfarmen ist es besser. Aber gibt es echt nichts anderes als diese blöde Steinaxt hier zum Aufwerten von solchen Holzzeug hier? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Okay, das ist jetzt blöd. Ja. Naja.
Ich denke mal, da werde ich mal irgendwie gucken, ob sich was finden lässt. Es muss was Besseres geben. Auf. Ich glaube, da gucke ich tatsächlich mal was nach. Es muss irgendein anderes Werkzeug geben. Es muss irgendein schnelleres Werkzeug als diese blöde Steinaxt hier geben. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nur mit der hier möglich ist. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Gut, aber ich sag mal an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache jetzt diese Mauer hier erstmal weiter. Ich werde jetzt dieses ganze Aufwerten nicht onscreen machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.